Das nachfolgende Video ist für Jonschisten unter 18 Jahren nicht geeignet. Da ich euch Schlingel allerdings kenne und ich vermutlich genau gleich reagieren würde, werde ich anstößige Szenen, sofern vorhanden, zensieren. Willkommen zu einem neuen Angezockt-Part von Crush Crush. Und ich muss sagen, es macht irgendwie mehr Fun, als es sollte wahrscheinlich. Aber hey, das kann ich auch ausblenden hier. Sehr gut. Ja, im letzten Part haben wir Cassie, Mio und Quill freigeschaltet und heute möchte ich Minimum Elle freischalten. Das war ein perfektes Timing, muss ich sagen. Für Quill bräuchte ich jetzt übrigens auch Weisheit, deswegen würde ich tatsächlich von Zärtlichkeit gerade mal runtergehen auf Nicht-Weisheit, weil Weisheit habe ich gerade schon. Doch, Zärtlichkeit. Bräuchte ich sogar nochmal. Okay. Aber Weisheit brauche ich gerade, glaube ich, nicht mehr. Deswegen würde ich von Weisheit gerade mal runtergehen und auf Muskulös gehen. Weil hier unten Muskulös, Level 6 und so. Ja, gehen wir mal zu Elle. Eines Tages, als ich gerade ganz vertieft Kaffee trank und philosophische Literatur las, fragte mich ein hübsches Girl, ob ich ihr einen Löffel reichen könnte. Du klärst sie auf, dass es keinen Löffel gibt. Realität crushed. Aber wie können unsere Augen echt sein, wenn unsere Löffel es nicht sind? Was? Wie können wir real sein, wenn unsere Löffel nicht real sind? Oje, ich bin so verwirrt. Es tut mir leid. Mein Arzt sagt, ich habe vorübergehend Schlaflosigkeit. Er meinte, eine schlaflose Narkoleptikerin sei humorvoll. Er musste lachen. Was? Egal, ich versuche mal hier das Level 6 Charme bräuchte ich. Entschuldigung. Nee, Charme war ich. Genau, mach mal kurz Charme nochmal rein. Wie sieht's hier aus? Kann ich mir die Handcreme in der Zwischenzeit leisten? Natürlich nicht. Da reden wir halt nochmal ein bisschen mit Cassie. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob ich es überhaupt noch schaffe, zu bestimmten Punkten hinzukommen. Weil in dem Game wurde nämlich eigentlich auch davon... Also es soll wohl auch Nacktheit in dem geben und deswegen habe ich auch eigentlich gedacht, ich... macht dafür sowieso nur ein angezockt, weil, sagen wir es mal so, ich will hier kein Channel werden, wo ich nur bestimmte, wo ich halt auch bestimmten Content bringen werde und abgesehen davon, ich möchte gern, dass jeder jedes Video sehen kann. Deswegen auch am Anfang die Warnung. Auch wenn jetzt vielleicht noch nichts unbedingt passiert. Oh wow, wir sind einen Punkt hier aufgestiegen. Stimmt, ich sehe auch gerade noch, hier gibt es Stats. Ah ne, das ist die Seite hier, okay. Aber da habe ich wohl eine kleine Übersicht, oder? Ja, kleine Übersicht so. Okay. So viele Klicke. Hey, benimm dich, lass deine Fingerchen da, wo ich sie sehen kann. Ach, warum? Okay. Nur noch die Handcreme, die kann ich mir sogar leisten in der Zwischenzeit. Hier, friss! Du bist in Ordnung, du süßer kleiner Wicht. Ich fange an, dich wirklich gern zu haben. Fühlst du dasselbe? Das ist großartig, ich meine, gut, schön zu hören. Ich bin so ein richtiger Schwerenmittel. Oh hey, du bist es. Rate mal, wer heute sorry dafür. Ich musste mal kurz weg und, okay, bist du 7 Tage offline, Fortschritt. Ganz interessant, scheinbar wird der ganze Fortschritt auch weiterhin gespeichert, wenn man gerade mal nicht online ist. Ganz interessant. Zumindest habe ich jetzt ein bisschen was an Geld. War nämlich gerade ein paar Stunden weg. Natürlich, das Zeug hier wird
Oh, du könntest sogar flirten, sehe ich gerade. Ja, ich muss mal kurz anmerken, als kleine Info. Wir haben heute den Pfingstmontag und ich war gerade bei meinen Großeltern, weil meine Eltern haben mir irgendwie vergessen mitzuteilen, dass wir da heute hingehen. Und dort haben wir auch ein bisschen was an Alkohol getrunken, also zumindest ich habe 3 Gläser Sekt getrunken, deswegen, ja. Sorry, falls ich ein bisschen aufgedreht wirken sollte oder sowas, ich vertrage nämlich irgendwie gar kein Alkohol, wollte ich sagen. Gut, wie sieht's hier aus? Ich habe nicht muskulös ausgewählt, sondern Zärtlichkeit. Also Zärtlichkeit brauchen wir heute auf jeden Fall nicht mehr leveln, genauso wenig wie Tanzen. Also Charme. Da würde ich tatsächlich dann auf Humor gehen. Nee, warte. So rum. Sehr belastend, muss ich sagen. Krass. Alles klar. Ja, mein Ziel ist heute auf jeden Fall noch, hier muskulös auf Level 6 zu bekommen. Genau, ich bin hier bei Elle, soweit durch, wie es aussieht. Oh, du bist es. Oh, wie, dieses Rätsel war wirklich kompliziert. Aber es beruhigt mich zu wissen, dass ich nicht die Einzige bin. Mein Name ist Elle. Freut mich sehr, dich kennenzulernen. Unser elfter Diamant. Wer bin ich? Was ist wer? Warum ist was? Wer war am Telefon? Wie kann das sein? Was? Ah, gut, dass ich Humor gerade leveln lasse. Ja. Oh, wir haben einen neuen Job freigeschalten. Sehr gut. Wobei, warte mal. Da bleibe ich dann doch lieber erstmal hier. Gib mehr Geld. Warte mal, war nicht so, dass die eine von den, oh, ich musste gerade schon Barista sein. Und Rettungsschwimmer. Okay, gut. Ja, ich denke mal, Cassie kriegen wir heute nicht mehr fertig. Ja, gut. Warte mal, brauche ich überhaupt 3 von den Teilen hier gerade? Also Zärtlichkeit brauche ich ja sowieso überhaupt gar nicht mehr. Dann würde ich halt wirklich sogar schon mal hier auf Bademeister gehen. Kriegen wir sogar 2-mal Geld gerade. So, dann versuchen wir hier auf jeden Fall mal noch so weit wie möglich zu kommen. Muskulös dauert er noch ein bisschen. Achso, Rettungsschwimmer kriege ich ja sogar schon. Achso. Ah. Okay, vielleicht können wir doch noch ein bisschen was bei Cassie reißen heute. Geschenk. Karpfen, genau. Schenk mal einen Karpfen. 3 Mondspaziergänge. Oh, gerade keine freie Zeit. Moment. Da tue ich mal hier kurz Barista stoppen. Dann machen wir noch mal kurz einen Mondschein-Spaziergang. Warum nicht, ne? Ich sehe gerade, ich habe das Licht vergessen anzumachen. Ich hoffe, es ist nicht ganz so dunkel. Sorry dafür. Irgendwie... Ich mag irgendwie dieses Bild nicht so. Es tut mir leid, aber irgendwie... Machen wir nochmal, komm. Wir müssen eh 3 Stück machen. Geld haben wir ja sowieso erstmal genug. Du hast 10.000 Herzen ins Leben getippt. Wie drollig. Okay, gut zu wissen. Und nochmal, weil es so schön war. Und nochmal so ein Zeitding da oben wäre eigentlich ganz nice. So. Naja, egal. Mal gucken, wie wir heute eigentlich kommen. So. Es dauert aber wohl noch ein ganz schönes Stückchen, um den Zuneigungsbarometer nach oben zu hauen. Aber das Flirten geht ganz schön gut nach oben, was das angeht. Handcreme müsste ich mir gerade noch leisten können. Ja, sogar ziemlich gut sogar. Schauen wir mal, wie weit wir heute kommen überhaupt. Aber ich habe eh kein 100% Let's Play vor, deswegen, ja.
Wobei ich es mir auch irgendwie witzig vorstellen würde, aber ich glaube, ich lasse es dann doch lieber. Hätte, glaube ich, jetzt nicht so viel Mehrwert zum Zuschauen, wie ich hier irgendwelche Sachen anklicke und so. Warte mal. Ich könnte jetzt heute ja eigentlich... Gut, Geld brauche ich jetzt ja sowieso erstmal nicht wirklich mehr. Scham könnte ich eigentlich auch lassen. Dann gehe ich dann tatsächlich doch nochmal auf Motivation erstmal. Wobei, ja, eher auf Weisheit. Gehen wir auf Weisheit. Beim anderen Zeug muss ich ja eh gerade mal noch warten hier. Muskulös, wie sieht's da aus? Haben wir gleich sogar. Man kann aber doch ein bisschen was erreichen innerhalb einer Stunde, wie es aussieht. Boah, aber die ganze Zeit hier drauf zu tippen, sehr ermüdend, muss ich sagen, wenn ich ehrlich bin. Vor allen Dingen mein Zeigefinger macht gerade nicht so mit. Vor allem, wir verdienen jetzt auch gerade kein Geld mehr, weil ich gerade alles in die Level reinpumpe. Oh, ich wechsle ja auch gerade schon die ganze Zeit die Finger. Oh, wir haben eine neue freigeschalten. Nutaku. Eines Tages, während du spaßig und flirty Spiele auf deiner Lieblings-NSFW-Website spielst, passieren einige seltsame Anime-Style-Scherze. Wahrscheinlich mit Schicksal oder Technologie oder sowas beteiligt. Und Crush! Ein sexy, exklusives Mädchen erscheint. Willkommen zu deinem sexklusiven Inhalt, flüstert sie atemlos. Bist du bereit, mit mir zu spielen? Was? Willkommen bei Nutaku. Ich hoffe, du kommst oft hierher. Was? Warum steigtest du mega schnell? Boah, einmal hier reden geht halt gleich hier hoch. 56 Stück. Technik. Warte mal, machen wir das. Okay, ist gerade fertig. Technik hier. Okay, gehen wir hierher. Boah, 17.000, also da brauchen wir wirklich schon fast gar irgendwelche Geschenke. Und irgendwelche Dates. Oh, wenn das nicht so viel kosten würde, ne? Würde ich ja ganz gerne vielleicht noch das ein oder andere Date machen, aber das kostet so viel. Aber wahrscheinlich wird es auch dementsprechend gut danach auch bezahlt werden. Also Humor brauchen wir auf jeden Fall gerade. Weisheit bräuchten wir eigentlich auch. Mehr Zeit! Sehr schön. Ganz ehrlich, dann mache ich das hier mal gerade weg. Und sage, dass ich mit Cassie nochmal ein Date plane. Holy shit, ist das Zeug teuer. Gehen wir mal lieber ins Kino, was ich mir nicht leisten kann. Okay. Gut, dann lassen wir das dann doch erstmal. Wenn ich 6 Motivation und 6 Weisheit hätte, oder 8 Weisheit sogar. Wie ich es drehe und wende, ich brauche auf jeden Fall nochmal Weisheit. Brauche ich für irgendwas gerade Humor? Hier brauche ich nichts mehr. Ja, hier, Level 8 Humor. Da haben wir es fast in einer Minute. Okay. Ah, das ist ja Hammer. Schon mal zumindest soweit. Das hier versuche ich noch irgendwie so hoch wie möglich zu pushen, aber 17.000, das ist halt schon nicht ohne, so. Und eine Rose wird halt auch bloß 60, also es ist auch noch minimal mehr wie das Flirten. Schwierig, wie sieht es mit Quill aus?
war weiter als Reinigung. Okay, also ich möchte auf jeden Fall so weit wie möglich kommen und nicht mehr überall bei dem, sorry, das möchte ich tatsächlich überall raus, außer vielleicht bei der neuesten. Die will noch eine Muschel, die kaufe ich ja mal natürlich kurz. Jobs, Reinigungskraft. Bräuchte ich 6 Motivation, 6 Weisheit, okay. Das kann ich sowieso erstmal lassen. Gehen wir hier mal noch weiter, das müsste ich eigentlich gleich fertig kriegen. Mit ein bisschen viel Klicken. Schnell, Top 5 Spiele, bitte sag nicht Flappy Bird. Ich glaube, da mag jemand Flappy Bird nicht so. Aber ich hab's gleich. Mein Zeigefinger stirbt! Mein Zeigefinger. Aber ich hab's gleich. Okay. Du bist nicht so ein Wirrkopf, wie ich dachte. Ich steck dich in die Friendzone, okay? Nett. Oh, wir haben ein neues Bild freigeschaltet. Willst du, ich weiß nicht, ein Date machen? So nach draußen gehen und so? Warum nicht? Mondscheinspaziergang. Bezüglich Job. Na ja, gut, ich mache gerade 10 Stück. Yeah. Geht besser. Geht besser. Warte mal, bleibt das hier stehen? Nee. Oder? 3. Nee, bleibt nicht stehen. Okay. Boah, die brauche ich jetzt schon 17.000. Holy shit, okay. Okay. Hobbys. Humor brauche ich, glaube ich, gerade nichts mehr. Deswegen gehe ich gerade mal hier auf Motivation. Nee, Weisheit. Weisheit braucht sich doch, glaube ich, ne? Boah, das ist echt ein ziemlich gutes Ding. Hier. Voll verklickt gerade. Aber hier geht es sogar schon auf 69 pro Flirt. Das ist doch mal was. Und ich glaube, das Tippen an sich, das bringt auch ein bisschen was. Du bist jetzt in der Friendzone mit Mio, sehr schön. Wobei, ist es wirklich so schön? Ich weiß es nicht. Ja genau, Weisheit muss ich auf 8 gehen. Also ich bezweifle, dass ich da noch weiterkomme heute. Deswegen werde ich mich jetzt erstmal auf die anderen fokussieren. Mal gucken, wie weit ich komme. Aber ich finde es gut zu wissen, dass beim Offline-Sein, dass man da ebenfalls die ganzen Sachen, was man halt schon mal eingestellt hat, dass die gespeichert bleiben quasi. Ich könnte ja eigentlich nochmal einen Job machen. Wobei, na gut, ich mach mal das hier. Man sollte schauen, dass man so viel Zeit wie möglich eben in Sachen rein investiert, damit man das halt schon mal hat auf jeden Fall. Ja, aber ich denke nicht, dass ich bis hier hochkommen werde. Ich denke, das, ich sag mal, sexy und so, wird wahrscheinlich erst ab der letzten Stufe freigeschaltet werden. Und das kann ich natürlich vergessen. Deshalb keine NSFW-Situation. Zumindest sehr wahrscheinlich, denke ich mal. Ich werde aber, denke ich mal, trotzdem die NSFW-Warnung reinpacken, eben weil das Game, es ist halt kostenlos verfügbar auf Steam und ja, es ist halt
kostenlos und so. Und eigentlich auch eine Serie. Oh Gott. Ihr frisst die Handcreme. Lass nochmal auf ein Date gehen hier, keine Ahnung. Oh, ich habe gerade keine Zeit dafür. Oh, mein Finger. Ich weiß aber nicht, ob das so effizient ist eigentlich, das Date zu machen. Wobei ich glaube, das zahlt sich tatsächlich schon aus. Es sind zwar einige Sekunden, aber ich denke nicht mal nicht, dass du so schnell klicken kannst, dass es sich lohnen würde. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, was die Situation angeht. Aber ich denke mal, hier werden auch die ganzen Szenen aufgezeigt werden, die man eben freischält, auch zum Beispiel bei den Dates und sowas. Aber ich denke mal, viel mehr Dates-Szenen werden wir auch nicht freischalten können. Innerhalb der Zeit, wo ich jetzt hier mache. Weil die Zeit ist auch schon fast rum, wie es aussieht. Also mit Cassie das nächste Level auf jeden Fall. Das möchte ich definitiv noch erreichen. Bei den anderen müsste ich gleich mal gucken, wie es da eigentlich aussieht. Es ist eigentlich Zufall, dass man hier beim Flirt 69 bekommt. Das ist eine sehr gute Frage, auf die ich leider keine Antwort habe. Mein Finger, mein Zeigefinger stirbt. Und ich hoffe, man hat es vorhin noch nicht so unbedingt. Well, ich hoffe, man hat es vorhin nicht gesehen, aber hier ist gerade eine Fliege im Zimmer rum. Boah, das sind nur 60 Stück. Das ist nicht mal so viel wie, wie ein Flirt gerade. Oh, der Flirt geht sogar massiv nach oben, sehe ich gerade. Also ich bin jetzt schon bei 84 pro Flirt. Krass. Dass sich das auch noch steigert die ganze Zeit. Ich denke zwar nicht, dass ich jetzt noch irgendwas Größeres erreichen werde, aber oh, ich hab's gleich, Gott sei Dank. Ah, oh, mein Finger stirbt. Oh, Gott sei Dank. Mann, du machst dich echt gut. Du bist richtig angenehm für die Augen, wenn du verstehst, was ich meine. Naja, sagen wir einfach, ich hasse dich. Ich hasse es, dich gehen zu sehen. Aber ich liebe es, dich gehen zu sehen. Was? Ich habe mehr Zeit. Sehr schön. Oh, Schwarm. Na sieh mal an, wer sich entschieden hat, ein hübsches Köpfchen zu singen. Was? Und ich habe ein neues Ding hier freigeschaltet. Krass, da habe ich doch vorhin schon mal was gelesen von. Boah, 5 Minuten. Ja, das wird nichts mehr hier. Wie sieht's hier? Arbeit als Reinigungskraft. 6 Motivation. Das wäre noch eine Minute. Das müsste noch in Ordnung gehen. Das müsste ich noch hinkriegen irgendwie. Being homeless has given me lots of time. 8 Weisheit. Kriege ich das noch hin? 2 Minuten. Das könnte noch klappen. Bei Otaku, Technik 8. Ja, vergiss es. Das sind noch 6 Minuten. Das wird nichts mehr. Aber wir können mal ganz kurz gucken. Also hier sind doch noch echt viele. Ich habe ja noch gefühlt gar nichts erreicht gerade. Also Level 6 bei krass, Level 10 bei Charme, Level 12 bei Zärtlichkeit, Level 14 bei Schlau, Level 17 bei Humor. 100.000? Nee, Quatsch. Warte mal, das hier sind 1 Million. 1 Milliarde? Nee, Quatsch. 100 Millionen jetzt.
Es tut mir leid. Ja, das sind 100 Millionen. Bei so vielen Null werde ich mal ganz... Uff. Dann Level 25 bei Angst, Level 28 bei Glück. Erforderlich Zauberer. Level 55 bei Mysteriös. Nur vielleicht zwei Stück, wo ich da freischalte. Dann Karma-Lover. Wahrscheinlich wird... Also ich vermute mal, Karma wird eine von den anderen sein und Sutra ebenfalls. Denke ich mal. Das ist Bogenschieß-Hobby freigeschaltet. Dann gibt es noch dunkle Lover. Heißt eine dunkle? Okay. Dann Dürer-Paket. Ah. Monster-Paket. Ah, okay, das sind Zusatzinhalte, die man kaufen muss. Dann neuen Job freigeschaltet. Reinigung! Boah, das kostet 5 Stück gleich. Holy. Es reicht immer noch nicht, sag mal. Ja, krass, kriege ich eh nicht mehr hin. Also wie es aussieht, muss man hier generell sehr viel schauen. Ich bin jetzt hier im Restaurant auch schon Barista. Das Spiel ist auf jeden Fall, was geht ja noch weiter, erforderlich. Odange, ZLI. Vermutlich auch irgendeine von den Leuten, die man freischalten kann durch DLCs. Dann hier Sirina ebenfalls. Vervollständige Peanut, Handy, Flirt. Erforderlich Roxy, ZLI. Tessa, ZLI. Claudia, ZLI. Rosa, ZLI. Juliette, ZLI. Handyflirt, was? Wendy, Handyflirt plus ZLE. Alter. Ich lese es nicht alles vor. Wer es interessiert, kann es gerne mal kurz pausieren. Das ist ja Wahnsinn, wie viele Mädels hier es zum Freischalten gibt. Holy shit, Alter. Sind das viele? Ja. Well, well, look who this. Do you wanna. I don't know. Ja, das, den Krapfen kannst du noch fressen. Level 8 Weisheit. Ja, das wird nichts mehr. Ja, wenn ich so auf Zeit schaue. Oh, hier, bei Ella muss man diesen noch geschafft. Ich sehe dich immer öfter. Ich hoffe nur, dass du... du bist kein Vampir. Bist du sicher, dass du ein Mensch bist? Ich bin ein Jonsch, zählt das? Okay, es ist beruhigend. Ich habe keine Lust, zu einem Frankenstein-Monster zu werden. Das wäre entsetzlich. Vampir? Frankenstein. Hä? Was? Was ist das da? Du bist jetzt mit LA Frenemies. Peanut? Ey, ich brauche einen Gefallen. Könntest du mir die Notizen von der heutigen, ist wahrscheinlich Physik, 402 Vorlesung schicken? Als Dankeschön gibt's Cupcakes. Neues Handy, verspricht. Das wird ein Problem. Meine Tweetsen haben das kleine Problem, dass sie nicht existieren. Falsche Nummer. Das ist eine Nachricht, die ich geben könnte. Ah, Peanut habe ich doch vorhin mal hier gelesen irgendwo, ne? Hardy Haar. Das ist das Teil, wo du so tust, als würdest du mich nicht erkennen und mich in Panik versetzen? Moment, ein Bild wird dir sicher helfen. Aha. Okay. Willst du mal, wie die aussieht? Du und ich? Oh, du bist wahnsinnig hübsch. Jetzt habe ich, während ich in deiner Klasse... Was? Wow, du bist wahnsinnig hübsch. Jetzt wünschte ich, ich wäre in deiner Klasse. Kann ich mich einschreiben? Ist Physik schwer? Sorry, Girl. Du hast die falsche Nummer. Gut, dass du angerufen hast. Du bist das Netteste, was ich heute gesehen habe. Hier mal das hier. Ja, also hier oben steht schon mal auch immer die nächste Nachricht dran. Ja. Ich würde aber tatsächlich sagen, das war's erstmal für heute. Hier gibt's auch noch so viel. Holy shit, Alter. Was, Bärbel? Klar, logisch. Bärbel, wer kennt sie nicht? Fun Fact, ich kenne halt wirklich eine Bärbel.
Ja, aber ich denke mal, es wird. Ach stimmt, man sieht gerade, man sieht ja meine Maus gar nicht beim Aufnahmescreen. Das ist mir bis jetzt gar nicht aufgefallen, hups. Ich hoffe, man kann trotzdem allem halbwegs folgen. Ja. Hoffentlich nicht ganz so schlimm, dass man die Maus nicht sieht. Ja. Ich würde sagen, das war's auf jeden Fall fürs Erste. Mit diesem angezockt, ich muss echt sagen, es ist schwer zu beschreiben, aber aus irgendwelchen Gründen, es macht Spaß. Obwohl mir natürlich klar ist, in welche Richtung dieses ganze Game hier gehen soll und so. Es ist halt, man kann es nicht anders sagen, es ist halt ein Sex-Game so. Auch wenn wir bis jetzt natürlich nicht wirklich was gesehen haben, aber hier die ganzen Bilder und sowas. Mindestens eins von diesen Bildern wird wahrscheinlich NSFW sein, so. Die Musik ist aber auch gar nicht schlecht, so. Und man kann wahnsinnig viel freischalten und machen und so. Und ich muss echt sagen, es ist auch irgendwo Taktik, weil man muss ja auch mal schauen, dass man so viel Zeit wie möglich benutzt. Gleichzeitig eben auch so viel halt machen wie möglich, dass man auf jeden Fall das richtige Zeug dann hier levelt und so. Aber es ist wahnsinnig groß. Also ich muss echt sagen, ich bin positiv von dem Game überrascht. Ja. Aber ich denke, zu mehr als einem angezockt wird es nicht kommen. War ja auch eigentlich nur mehr random so. Ich finde auch diese Stufe hier so schön. So Hashtag Name. Aber gut. Damit würde ich sagen, war es das mit dem heutigen Video. Ich bedanke mich auf jeden Fall, wirst dabei gewesen sein. Du bist zum sexy Restung. Und mit diesen schönen Worten, dass ich zum sexy Rettungsschwimmer geworden bin, bedanke ich mich fürs Zuschauen, für Likes und Kommentare. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Part Video. Nächsten Part Video? Nächsten Video wieder. Bis dahin oder auch nicht. Bye!